Hallo alle miteinander, ich hätte hier mal wieder eine Bestellung, die etwas ramponiert ist, aber ich glaube, dass inhaltlich alles in Ordnung ist. Zumindest hoffe ich das. Und zwar starten wir mit Carlson. Zunächst hätte ich hier Black Butler Band 30 in der Limited Edition? Fragezeichen, also der Special Edition auf jeden Fall. Limitiert, ja, wow. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, wir öffnen das einfach mal gemeinsam. Brauche ich natürlich Hilfe. So. Natürlich habe ich das nicht sorgfältig genug gemacht, Manu. Ich weigere mich jetzt nochmal dran rumzuschneiden. So. So, der eigentliche Manga. Ich bin schon sehr gespannt. Und das Extra, ein schönes Motiv. Krieg nicht auf, Hilfe. So. Fällt das schon raus? Nee, der klebt, glaube ich, dran. Wow. Also, man macht es mir echt schwer, aber irgendwie klebt das total. Zehn Jahre später. Noch immer kein Erfolg. Wow, also das klingt ja richtig. So, jetzt ist es ab. Meine Güte. Ich will das eigentlich nicht kaputt machen. Okay, ich krieg's nicht ab. Ja gut, lassen wir es so stehen. Ich werde es sowieso nämlich nicht benutzen. Sehr dünn. Biegt sich auch recht leicht. Also da wäre ich allgemein vorsichtig, wer das tatsächlich benutzt. Aber meine Güte, war das eine Geburt. Dann geht es weiter mit Yu-Gi-Oh! Na, ich habe sogar vorgeöffnet. Das hilft nicht. Hilfe. Mein Gott, ein Kampf auch mit den Massive-Bänden anscheinend. Jetzt habe ich's. Das sollten die ersten drei, voilà, Bände sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Anschließend, nach dem ersten Band, sollten die Bände 10 Euro kosten, wenn ich mich nicht komplett irre? Ziemlich wuchtig. Ich besitze einen Großteil der Reihe bereits, aber ich tendiere tatsächlich zu dieser neuen Auflage. Sieht auch besser aus. Zu guter Letzt wäre Tokyo Pop vertreten durch Hatsuharu. Wirbelwind der Gefühle, Band 1. Den können wir auch gerade mal gemeinsam aufmachen. Ich habe es irgendwo angeschnitten. Hilfe. So. Wenn es mal will. Leider keine Farbseite, wäre aber auch das Cover gewesen. Da arbeitet man mit ziemlich viel Folie. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gut gefällt. Auch recht dunkel gehalten. Und hier hätten wir auch die Schokokarten. Sehr knuffiges Motiv. Gefällt mir richtig, richtig gut. Sehr süß. Tatsächlich ist der Zeichenstil im Band selbst besser, als es hier vorne wirkt, weil das Gesicht sehr klein ist, sehr fein gewesen ist. Und
Ja, das wirkte eher puppenhaft und wäre weniger mein Fall gewesen. Zum Beispiel hier auch das Gesicht, das hätte man anders besser darstellen können. Wirkt ein bisschen befremdlich, aber ich finde den Manga selbst, also den Zeichenstil selbst, ziemlich schön. Auf jeden Fall war es da schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch trotz dessen gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.